So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir suchen weiterhin nach chemischen Prozessoren, bis wir endlich mal genug gefunden haben, dass es sich lohnt, zur Ingenieurin zu fliegen. Und ja, deshalb wird das eine sehr spannende Folge, habe ich gehört. Ja, wir werden wieder durch die Gegend fliegen und Signalquellen scannen. Sage ich doch, eine sehr spannende Folge, habe ich gehört. Vielleicht passiert mal etwas Unerwartetes beim Scannen der Signalquellen. Wer weiß. Ja, aber gut. Wir haben es sogar geschafft, vor Anfang der Aufnahme in einen Geschwader zu gehen. Ja, das ist schon heftig für unsere Verhältnisse. Das passiert selten. So einmal alle 2 Jahrzehnte. Oder einmal alle 150 Folgen so ungefähr. Oder das. Je nachdem, was zuerst eintritt. Bist du schon aus der... Ja, okay, du bist schon aus der Station. Du bist im Supercruise, sehe ich gerade. Okay. Gut. Dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt was finden. Erstmal Richtung Stern fliegen, hätte ich gesagt, oder? Ich würde auch mal sagen, wir machen beide mal unser Geschwadersignal an. Ja. Ja, ja. Das wäre gut. Ja, ja, ich muss nur den richtigen Knopf erwischen. Nein. Doch. Neue Signalquelle entdeckt, aber ich weiß nicht wo. Aber es wird doch im Ding jetzt auch angezeigt, im Navigationsmenü, oder? Das ist... Ah, tatsächlich. Okay. Ich dachte, ich war schon so weit weg, dass die weg wäre. Dann habe ich nichts gesagt. Konvoi-Auflösung. Bedrohung 3. Das war, glaube ich... Ah, Bedrohung 3 ist... Ja, das geht vielleicht sogar. Wo bist du denn? Ah, nicht weit weg von der Station. Ich aktiviere einfach Navlink. Richtig. Es dauert aber gerade noch ein bisschen, bis ich ankomme, weil die Planeten mich sehr stark verlangsamt haben. Okay. Oh, 400 Kilometer pro Sekunde. Jawohl. So. Oh, 6 Kontakte verloren. Das ist ja schön. Das Erklärungssystem für das Systembehörde. Das ist ja sehr gut mit Bedrohung 3. Ich fliege gleich mal wieder raus. Mach dein Navlink aus. Warum? Weil du sonst wieder reingezogen wirst, weil mein FSA gerade am sehr langsam laden ist. Am sehr langsam laden? Ja. Am Schneckenladen quasi. Ja, langsam. So, erstmal wieder Orientierung. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, da. Na gut, dann fliege ich jetzt nochmal zum Stern. Ich weiß auch gar nicht, ob die unbekannten Signalquellen oder unidentifizierten Signalquellen mehr oder weniger fixe Positionen haben oder ob die einfach random irgendwo in der Galaxie aufploppen. Ich glaube, die ploppen einfach random irgendwo auf. Dann müsste es ja eigentlich sogar egal sein, wo du herfliegst. Im Prinzip, gut, ich glaube, da wo mehr Schiffe unterwegs sind, ploppen die auch häufiger auf, oder? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht nicht ganz random, vielleicht teil-random. Teilzeit-random, ja. Hm. Der Zufallszahlengenerator ist kein Vollzeitarbeiter. Ja. Aha, neue Signalquelle. Und keine Krankenversicherung. Ja, das ist immer ganz schlecht. Wir sind hier nicht in den USA. Auch wenn die Amerikaner das gerne hätten. Aber gut. Ja. Oh, abgebaute Emissionen entdeckt. Bedrohung 0. Abgebaute Emissionen? Das klingt irgendwie... Nee? Das klingt abgebaut, ja. Ich spring einfach mal da rein. Notruf. Da springe ich auch gleich mal rein. Bedrohung 2. Das Signalquelle vorbeigeflogen. Sehr gut. Ja, ich natürlich auch. Das ploppt viel zu spät auf, dass man da noch rechtzeitig bremsen könnte. Wenn man gerade bei... x-facher Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Ja gut, dann sowieso, aber dann kriegt man hier meistens auch ein bisschen früher angezeigt, wenn man schneller ist. War nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, du musst meistens sowieso eine Kurve fliegen, irgendwie. Aha. 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 Ja, okay, liegt ein bisschen Krempel rum, aber ich glaube, das ist nichts. Technische Baupläne, Handelsdaten. Ich glaube, da gibt es technische Baupläne. Ich weiß gar nicht, wie ich das drauf komme.
Meinst du? Oh. Was? Hier wird scharf geschossen. Oh. Mit einer Anaconda, die gesucht ist im Zweierwing mit einer zweiten Anaconda. Easy life, hau drauf. Ja, ich glaube, das überlege ich mir nochmal. Meinst du? Ja, ich habe gehört, dann. Das ist ungesund. Ach ja. Technische Baupläne, illegal in diesem Hoheitsgebiet. Das erklärt vielleicht auch, warum dieses Schiff abgeschossen wurde. Unter Umständen. Unter Umständen werde ich die dann nicht mitnehmen. Unter Umständen. Aber sonst war hier nichts. Ein bisschen nutzloser Krempel. Zum Glück gibt es keine Geruchsübertragung per Internet. Warum? Ich habe schon gewartet. Weil ich vorhin irgendwas mit Knoblauch gegessen habe. Und wenn ich jetzt hier den Popschutz vor mir anatme, dann rieche ich das selber die ganze Zeit. Oh Gott. Hast du Knoblauch mit ein bisschen Essen gegessen oder was? Essen mit Knoblauch? Ja, es war so ein scharfer Brotaufstrich mit 5 Tonnen Knoblauch. So ein bisschen in Richtung Tzatziki. Okay. Irgendwas Türkisches. Ah, das spricht für viel Knoblauch. Konvoiauflösung festgestellt, Bedrohung 2. Oh, Waffenfeuer festgestellt, Bedrohung 4. Oh. Jetzt zieh ich trotzdem erst kurz hier rein. Mach das. Waffenfeuer. Das ist was Neues. Ach, ja? Ich meine schon. Ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht. Zumindest nicht in dieser Form oder mit dieser Bezeichnung. Okay. Achso, jetzt habe ich noch eine Signalquelle entdeckt. Geil. Ich würde erstmal die mit Waffenfeuer nehmen. Ja, will ich ja. Aber so beim Anfliegen hat er mir gesagt, dass er noch eine Signalquelle gefunden hat. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt dafür. Scheiße, ich bin so doof. Rate mal, wer zu früh gedrückt hat. Nicht mal zu spät, zu früh. Sag mal, bist du jetzt mit hier? Was bin ich? Warte mal. Nein, bin ich nicht. Okay. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ah ja, 316 Lichtsekunden. Aha, ich wurde direkt gescannt. Was ist denn hier los? Vielleicht springe ich einfach kurz hin. Weil, meine Signalquelle hier habe ich jetzt natürlich verloren. Hm. Okay, hier sind irgendwie ein paar Tantal-Container, aber das ist irgendwas, was hier auch illegal ist. Ja, und wie sieht's mit Schiffen aus? Ja, Schiffe sind hier. Ich scanne gerade eine Sidewinder, gesucht im Fünferwing. Ja, okay. Mit einer Eagle und noch einer Sidewinder und ich glaube, die springen aber auch gerade raus. Ganz ehrlich, das klingt nicht wirklich lohnenswert. Nicht so wirklich, ne. Ich kann mal hier die Sogwolke scannen, das ist irgendwie das Einzige, was es hier an interessanten Sachen gibt. Vor allem ist die andere Signalquelle, die ich vorhin gesehen habe, ja jetzt auch weg. Tja, da kann man nichts machen. Das bringt einem dann irgendwie wenig. Was? Hm? Sprung übersteigt die Treibstoffgrenze des Antriebs in Klammern 3 Tonnen. Was? Was willst du mir sagen damit? Dinge? Mein Tank ist doch nicht leer, oder nicht? Ach so. Was? Ach klar. Ich habe noch die Sogwolke ausgewählt. Er wollte der Sogwolke folgen. Ah, deswegen. Das macht Sinn, ja. Waffenfeuer festgestellt, Bedrohung 4. Flieg da einfach mal rein. Ich bin unterwegs. Dauert noch kurz. Vielleicht auch ein bisschen länger. Vielleicht auch erst morgen. Unter Umständen. So, diesmal habe ich nicht zu früh gedrückt.
bin angekommen. So, was ist hier los? Ich sehe eine Eagle. Gesucht im Dreierwing. Und was liegt da noch so? Vulture. Oh ja, das klingt schon mal interessant. Gesucht im Dreierwing. Und... ja gut, das dritte Schiff wird auch dazugehören. Noch eine Vulture. Ja, okay, ich komme. Logischerweise auch im Dreierwing. Aber ich glaube, die machen sich gerade auf den Weg abzuhauen. So eine Sauerei. Hast du deinen Geschwadersignal an? Ja. Okay. Ja. Ja, in dem Moment wurde ich dann auch reingezogen. Okay, das erste Schiff ist weg. Dann beschießt das andere. Das war die Eagle, die weg ist. Ja, ich fahre gerade die Waffen aus, aber ich bin noch zu weit weg. Glaube ich. Nein, halt, ich habe einfach die falschen Sorte. Das sind die Laser. Okay, dann schieße ich mal die Eagle hier. Die Vulture hier. Die richtige Waffe auswählen. So. Mist. Ich bin zu weit weg. Ich glaube, die will abhauen. Ja, ja, sie ist abgehauen. Weg. Da ist aber noch ein anderes Schiff. Wo ist das? Ich sehe es nur auf der Karte unten. Ich sehe es auf der Karte jetzt gerade nicht mehr. Ich sehe da nur noch Trümmerteile. Ja, ziemlich nah bei mir. Es ist gerade, es weicht mir gerade aus. Irgendwie. Okay, ich sehe aber auch gerade eine Markierung auf der Karte. Na, komm schon, ich sehe doch. Willst du mich verarschen? Unfug tut. So, jetzt aber. Falscher. Ach, echt jetzt? Was? Ich sehe das Schiff auf das schießt schon wieder nicht. Oh. Ach ja. Dann kann ich ja eigentlich mal rausspringen. Vielleicht bringt das Reinziehen ja irgendwas. Oder liegt das an mir gerade? Weil. Ich habe keine Ahnung. Das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Ach nö, also das Schiff bewegt das sich ziemlich zügig. Mal. Oh, ich sollte vielleicht mal so Energie auf die Waffen legen. Oh, ich glaube, nein. Ich sehe es immer noch nicht. Ich sehe immer noch nur deine Markierung auf der Karte. Moment. Obwohl ich direkt in der Nähe bin. Aber die Schilder nehmen ab. Es kann sein, dass das Schiff hinterher wieder nicht explodiert. Ja, beim letzten Mal hat sich ja auch so. Nee, da hat sich ja auch die Anzeige nicht mehr verändert. Glaube ich. Hm? In Elite ist nicht nur die Anzahl der. Oh, Moment, ich schaue das Signal das noch an. In Elite ist nicht nur die Anzahl der Universen unbegrenzt, sondern auch die der Bugs. Die Anzahl der Universen? In Elite gibt es aber nur eins. Also der Stern. Der Sonnensysteme meinte ich, nicht Universum. Okay. Ja, natürlich. So, 71% hat er noch. Das Problem ist nur, der umkreist mich die ganze Zeit irgendwie. So komisch. Deshalb ist es schwierig zu zielen. Es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, dass du Rauchwolken hinter dir herziehst. Ja, das ist Standard. Das ist halt der Antrieb. Sieht sehr seltsam aus. Könnte das Schiff jetzt wahrscheinlich rammen, ohne es zu treffen. 9%? Und... nein. Na, komm. So, 0. Jetzt explodieren bitte. So, 70.000 Credits Kopfgeld. Echt? Ja. Toll. Ich nicht. Und hat ein Zeug hinterlassen. Geborgene Legierungen? Gehärtete Legierungen und noch mehr Zeug. Schildsensoren. Gehärtete Legierungen. Schildsensoren. Laserkristalle. Ja. Was ist hier noch? Moment, ich muss noch mal ein bisschen näher ranfliegen. Das hat man schon, das hat man schon. Chemische Prozessoren. Schön. Dann siehst du mit. Nicht, oder? Nee, ich habe nichts davon gesehen. Ich habe das Schiff nicht gesehen, ich habe auch die Drops nicht gesehen. Okay. Deswegen bin ich direkt rausgesprungen. Okay, dann fahren wir mal die Frachtluke aus. Hast du nicht noch Sammeldrohnen dabei? Ja, das kann ja jeder. Ja, dann... Oder auch nicht. So große Knackwelle. Na, was bist du denn? Verschlüsselte Emissionen. Na komm. Bedrohung 0.
Ah, eingesammelt. So, geht doch. Das sind wieder 3 Stück, nehme ich an, oder? Wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich 9. Oh, geil. So, da hinten sehe ich noch... Achso, das ist der Rest von dem, was der... Vielleicht waren da nochmal welche dabei. Wäre aber auch komisch gewesen, wenn ich die... Ach komm, das ist noch eine Signalquelle. Gut. Es wäre auch komisch gewesen, wenn ich das Schiff... Also quasi die Explosion vom Schiff nicht gesehen hätte, aber auf einmal die ganzen Teile da gespawnt wären. Ja, das wäre schon seltsam. Okay, nee, ich glaube, da ist sonst nichts mehr. Dann fahren wir mal die Frachtluke wieder ein. Gut. So. Privatdatensignal. Was? Okay. Was nun? Huch! Huch! Was? BTF. Was? Das war ein großes Wrack. Das habe ich aber nicht gesehen, weil es schwarz war. Okay. Ein schwarzes Wrack. Also ein komplett verkokeltes Wrack quasi. Das habe ich nicht gesehen, weil die Sonne gerade sehr ungünstig stand. Hast du was gegen schwarze Wracks? Wenn ich sie nicht sehe und dann dagegen rausche, das ist nicht so gut. Das grenzt also schon an Wracksismus. Richtig. Oder so. Hallo? Ich hab doch den Container jetzt. Okay, hier fliegen auf jeden Fall Trümmerteile rum. Ich habe gehört, Trümmerteile sind ungesund. Kommt darauf an, ob man gegenfliegt oder ob man sie einsammeln will. Normalerweise würde man nicht die Trümmerteile einsammeln. Ja, aber das heißt, dass hier ein Schiff explodiert ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass man die Trümmerteile einsammeln will. Das ist korrekt. Gebrauchte Schildemitter. Leitfähige Komponenten. Hm. Wieso ploppt hier nichts mehr auf? Privatdatensignal. Aha, neue Daten entdeckt. Jetzt auf einmal. Irreguläre Emissionsdaten. Das ist ja schön. Hm. Klingt unglaublich spannend. Absolut. Ich glaube, jetzt habe ich einmal alle Dinger durchgescannt, die hier rumfliegen. Da! Unidentifizierte Signalquelle. So, wo? Da. Konvoiauflösung festgestellt, Bedrohung 3. Schade, war nix. So. Und? Ich bin noch auf dem Weg dahin. Ich bin nicht vorbeigeflogen. Deswegen dauert es was länger. Ja, ist doch logisch. So. Okay, ich habe gerade gesehen, wie du vor mir da reingesprungen bist. Sind wieder freundliche Schiffe. Freundlich gesonnene. Grüne. Was auch immer. Oh, Waffenfeuer festgestellt. Oh. Bedrohung 4. Oh. Direkt nebenan. Vierer Wing Anacondas. Möglich. Wer weiß. Ich setze 5 Euro. Darauf werde ich zurückkommen. 5 Credits. Ich nehm's zurück. Zu spät. So, dann mache ich mal Nachtblick wieder an. Ich nehme an, das noch eine Signalquelle. Ach, ganz ehrlich, das ist doch unsinnig, wenn du dann immer Signalquellen findest bei Signalquellen. Signalquelle ist schon. Ja, du kannst doch eh immer nur in eine reinspringen. Was ist denn die andere? Weiß ich nicht. Die ist jetzt wahrscheinlich weiter weg, dann müsste ich erst wieder dran vorbei. Also ich sehe die übrigens nicht. Ich sehe auch die, in die du reinspringst, nicht. Okay, die andere war Notfall. Ah, jetzt habe ich ausgezogen. Dann nehme ich lieber das Waffenfeuer. Oh, was? Gott.
War da wieder ein schwarzes Wrack? Nein, aber ein Schiff, was noch lebendig war. Eine Vulture, die gesucht ist, im Viererwing. Mit einer zweiten Vulture? Oder ist das dieselbe? Insgesamt vier Vultures. Vulture. Also es sind Viererwing aus Vultures. Sind alle gesucht. Könnten wir das eigentlich zu zweit aufnehmen, oder? Oder sollen wir warten, bis die erste davon rausgesprungen ist? Experte. Kompetent. Oh ja, so hoch sind die Ränge nicht. Zweimal Kompetenz, zweimal Experte, ne? Könnte man vielleicht riskieren, wenn wir zu zweit sind. Wobei, ich glaube, ich springe gleich raus. Abhauen. Das heißt, ob eine davon raus ist. Ja, aber die werden ja gleich synchron rausspringen. Nee, das machen die nie. Ja, aber... Da, eine ist... Nein, Energiespitze gemessen. Ja, Energiespitze gemessen. Jetzt ist schon ein bisschen zu spät. Okay. Weil ich komme jetzt nicht mehr ran. Weil die halt zu weit weg ist. Schon. 4,5 Kilometern. Ja, ja, jetzt ist sie ganz weg. Jetzt sind alle weg. Ja, richtig. Deswegen wollte ich nicht darauf warten, dass die alle abhauen. Okay. Das war vielleicht ein Fehler. Aber jetzt kann ich noch die Sokolke scannen. Wolke nicht gescannt. Ja, nee. Ich muss aufpassen, dass du nicht durch die Wolke hinterher springst. Nicht, dass mir das schon mal fast passiert wäre. Nein. Nein, nein. Wie gut, dass ich jetzt durch die Wolke durchgeflogen bin. Kurz vorm Beenden des Scans. Nein, schon wieder. Was ist das hier? Schade. Oh, ich habe eine neue gefunden. So, abgebaute Emissionen. Bedrohung 0. So, jetzt aber. Ich würde aber sagen, wir können die Folge gleich nochmal beenden. Ja. So. Atypische FSA-Steueraufzeichnungen. Sehr gut. Ich habe noch eine Signalquelle gefunden. Ah, das ist doch dämlich. Vor allem, wenn man die nur selbst sieht. Wobei, was ist die andere denn? Nein. Oh. Na, was bist du? Na? Waffenfeuer. Ach, okay, da fliegen wir die. Bedrohung 4. Haha. Waffenfeuer, Bedrohung 4. Wo? Da fliege ich gerade auch zu. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge eben und dann fangen wir wieder an, wenn wir da drin sind. Okay, gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann.